Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Samstag, den 13. Winter und wir werden heute zur Ingwerinsel reisen, dort mit Tagebuchstück Nummer 6 auf Schatzsuche gehen. Außerdem werden wir versuchen, weitere goldene Walnüsse zu angeln und eventuell besuchen wir auch noch den Vulkan-Dungeon, um dort mit etwas Glück Drachenzähne abzustauben. Also liebe Leute, es wird spannend heute. Los geht's! So, wo kriecht denn meine Tochter heute rum? Na, ist sie wieder im Okkultismuszimmer, in ihrem Lieblingsraum? Nein. Okay. Aber ein Schmetterling ist da. Sehr schön. Oh, die Kleine ist bei der Mama. Ach, du bist so süß. Ja, du auch. Guten Morgen, Liebling. Riecht gut, nicht? Ich habe dir Frühstück gemacht. Oh, ein Spiegelei. Dankeschön. Na, so kann der Tag doch anfangen. So, was sagt denn der Wahrsager zum heutigen Tag? Die Geister sind heute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein, okay? Ja, aber beim letzten Mal auch nicht so schlimm. Hey, ein Brief. Huxel, ich habe dieses Rezept in einer Zeitschrift gefunden und dachte, es klingt interessant. Lass es mich probieren, wenn du es überlebst. Hehe, gezeichnet Shane. Komisches Brötchen. Hatten wir das Rezept nicht schon? Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Vor allen Dingen komisches Brötchen, was soll das sein? Oh, da war's. Komisches Brötchen, Weizenmehl, Strandschnecke und Schattenmayonnaise. Was ist das denn für ein Rezept? Was wohl darin ist? Plus 100 Energie, plus 45 Gesundheit. Okay. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr komisches Brötchen. Oder ein sehr humorvolles Brötchen. Wer weiß. Ich weiß, Topwitz. So, wir haben noch einen Brief bekommen. Ich habe eine weitere Herausforderung für dich. Fang mir einen Lengdorsch. Die geben nicht so schnell auf, aber ich weiß, dass du es schaffen kannst. Gezeichnet Willy. Sehr schön, ein neuer Auftrag. Ja, ein Lengdorsch sollten wir hinkriegen. Guten Morgen, Annilein. Hallöchen. Nun denn, ich beeil mich mal mit dem Rundgang. Damit wir fix zur Insel kommen. Ah, sehr schön. Wir können uralte Früchte ernten. Heißt, wir kriegen morgen wieder ordentlich Asche. So. Ja, wobei, so viel Asche jetzt auch nicht. Wie sieht's denn hier aus? Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ansonsten müssen wir hier ja noch gießen. Es dauert inzwischen wirklich lange hier. Na, ob das so klug war? Ich wollte ja eigentlich alles automatisieren. So, ich glaube, ich habe alles. Ja, dann. Bohnen nachlegen. Okay, und dann auf zu den Tierchen. Moment, ich glaube, ich habe ein Fass vergessen. Aha. Habe ich doch richtig gesehen. So, jetzt arbeitet aber wirklich alles. Okay. Den Laich werde ich jetzt nicht sammeln. Guten Morgen zusammen. Hallöchen.
Wir können in den nächsten Parts ja irgendwann mal wieder auf der Ingwerinsel schlafen. Müssen wir da nicht immer extra hinreisen? Dann können wir auch ein paar Mal diese Routine morgens skippen. Ja, macht durchaus Sinn, ne? So. Guten Morgen zusammen. Hallöchen. Dann nehmen wir 4 Eier. So, und ich nehme eine Entenfeder mit für Leo. Ey. Wieso blockiert ihr mich? Nein. Böse, böse, böse. Bis morgen. Zack, zack, zack. Und. Die Mayo, die verkaufe ich auch. So, dann haben wir es auch schon. Ich sollte aber wieder Bomben mitnehmen, ne? Also wenn wir wirklich in den Dungeon gehen, dann macht das Sinn, die dabei zu haben. Also wir shoppen mal ganz kurz bei dem Zwerg noch, bevor wir auf die Insel tuckern. Hallöchen. In den Minen ist es gefährlich. Warum kaufst du nicht ein paar Dinge aus meinem Laden, um deine Sicherheit zu gewährleisten? Ja, ja, will ich ja. Oh, sollte erstmal reichen. Okay, ich habe aber alles, ne? Ja, 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 ja. Oh, was ist denn jetzt los? Okay, Leute, kennt ihr euren Text? Ja. Bereit, Action! Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Ich habe mich wohl geirrt. Nett. Es tut mir leid. Wie soll ich an meinen Text denken, wenn ihr Gesicht so direkt vor mir ist? Oh, hey. Schau dir meine neue Kamera an. Der Joja-Konzern veranstaltet einen Werbespot-Wettbewerb. Das Preisgeld ist 10.000 G. Hey, ich möchte dich gerne in dieser Aufnahme haben, einverstanden? Geh einfach im Hintergrund an Clint und Emily vorbei, während sie reden. Das macht die ganze Szene etwas authentischer. Ah, Schauspieler-Huxel? Okay, bereit? Action! Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Du hast mir versprochen, du würdest mich für nichts auf der Welt verlassen. Das war wohl gelogen. Nein, so ist das nicht. Es ist einfach etwas, das ich tun muss. Es ist mir sehr wichtig. Ich muss einfach diese neue Joja Blue Cola ausprobieren. Sie hat den dreifachen Sorbitgehalt, der für ein noch besseres, süßeres Trinkerlebnis sorgt. Und sie ist günstiger als Wasser. Das ist schon immer ein gutes Zeichen. Aber, ist Limonade nicht ungesund? Du hast mir versprochen... Keine Angst, mein Schatz. Das erstklassige Forscherteam im Joja-Hauptquartier hat bestätigt, dass Joja Blue keine bedeutende Abtragung der Magenschleimhaut bewirkt. Also kannst du trinken, so viel und so oft du willst. Das ist ja voll Huxel-Soda, das Zeug. Mann, Mann. Die eigentliche Frage ist, wann wirst du Blue werden? Gluck, gluck. Nit. Das war perfekt. Danke für deine Hilfe. Clint? Oh nein. Es ist wirklich Huxelsoda. Mann, Mann, Mann. Voll die Giftbrühe. Ich finde es schön, dass Shane inzwischen so aufgeblüht ist. Der hat eine echt gute Zeit hier. Es ist ja auch ein ganz, ganz lieber Kerl, ne?
wir inzwischen erfahren. So Leute, auf zur Ingwerinsel. Endlich ist es soweit. Wieder. Ins Urlaubsparadies. Ja, wobei Urlaub haben wir da ja nicht, ne? Aber so, hey! Hallöchen! Dies ist ein großartiger Ort, um Zeit mit der Familie zu verbringen und sich näher zu kommen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du es hergerichtet hast. Deine Familie ist doch gar nicht da. Okay, dieser Sand ist extrem heiß. Ich bedauere, keine Schuhe zu tragen. Mir sind ein paar verschiedene Seesterne aufgefallen. Mein Favorit sind die großen lilafarbenen, aber sie sind alle sehr interessant. Hey, Willi gab uns auf der Fahrt hierher jedem ein Stück seines Fischjerky. Köstlich. Oh, Louis ist auch da. Die Schnauzbacke. Ich bin beeindruckt, Huxel. Du hast den Laden echt in Schuss gebracht. Oh, alle freuen sich. So, ach stimmt, wir müssen unser Aprikosenbaumproblem immer noch lösen, aber ich weiß nicht so genau, was ich hier machen muss. Ich hoffe, ich muss nicht das ganze Gras wieder wegmachen. Es könnte sein, dass es die Pflanze hier war. Kann ich das nicht irgendwie wieder zumachen? Also, weil alle anderen haben, glaube ich, genug Abstand, oder? Ich guck mal, ob das jetzt eine Besserung geführt hat. Nee, ah, Moment. Das ist auch zu nah dran. Das Pflänzchen. Oh, schaut mal, der Weizen ist gewachsen. Ah, Moment, Moment, Moment. Da müsste der Frosch doch glücklich sein. Der Land wimmelte eins von frisch, frische Früchte. Es wird zu sehen, das noch einmal. Ich will der lange gelbe Ding sehen, der Ding ist blinde wird. Lässt der Ding draußen wachsen? Ja. Hey, er ist glücklich. Hm, gut, Bombo Lango. Und wenn ich da durchlaufe, Bombo Kitchen. Hey, erinnert mich an eine alte Freundin, Grip. Hey, jetzt will ich dich kitzeln, aber ich werde das. Quack, ja, vielen Dank. Das bringt mich zurück an die guten Zeiten vor langer, langer Zeit. Hier, das ist für dich. Hey, 5 Walnüsse. Grip, der Land wimmelte eins von frische Früchte. Ich wünsche dir das noch einmal. Ich will die bekannte Bodenfrucht essen, aber den Atem stinken lassen. Ach so, Knoblauch wahrscheinlich. Du lässt das Ding jetzt draußen wachsen. Nein. Ich hoffe, wir haben noch Knoblauchsaat daheim. Das wäre schon jetzt schön. Naja, also ich hoffe, wir haben dieses Aprikosenbaumproblem hier gelöst. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal. Oh, Leute! Walnuss, gehen wir mal angeln, wollte ich sagen. Jetzt können wir auch erstmal in Fetzen lesen. Schmiedetabelle, Topaz, Verteidigung, Smaragd, Geschwindigkeit. Ach, oben für die Vulkanschmiede. Jade, kritischer Trefferschaden, Aquamarin, kritische Trefferchance, Amethyst, Rückschlag, Rubinschaden, prismatische Scherbeverzauberung. Hinweis, Waffen können bis zu 3-mal mit Edelsteinen geschmiedet werden und können auch einmal mit einem prismatischen Splitter verzaubert werden. Werkzeuge können nur verzaubert, aber nicht geschmiedet werden. Okay, gut zu wissen. Nun denn. Ich mag den Frosch übrigens sehr. Ich finde den witzig. Du bist aber keine goldene Walnuss, ne? Plunder. Plunder gibt es immer wieder. Okay.
Okay, wir können ja gleich nochmal die Angelstelle wechseln. So wie wir es schon mal gemacht haben. Also eventuell gibt es einfach an diesem Spot hier keine goldenen Walnüsse mehr. Ach, wisst ihr was? Mir fällt gerade was ein. Was ist denn mit diesem Tagebuchfetzen vom letzten Mal? Da, Tagebuchstück Nummer 6. Das muss ja irgendwo hier unten sein, denn genau, da wächst ja so eine Palme aus der Wand. Ja, dann ist das die Stelle hier, ne? Oh, sehr schön, eine Walnuss und eine Perle. Ein seltener Schatz aus dem Meer. Das können wir einfach nur verticken, ne? Okay, Leute, ich würde vorschlagen... dass wir erstmal bei Leo die Entenfeder abliefern. Und dann gehen wir zum Dungeon, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen angeln. In dem Bereich links vom Professor. Ach, er ist gar nicht zu Hause. Quack! Nein, Ark, nicht Quark. 5 auf dem Hof im Westen wachsen. Sag ich schon Quark statt Ark. Achtung, Verwechslungsgefahr. Achso, was ist denn mit diesen Dingern hier? Das könnten wir auch mal freischalten, ne? Also ich denke mal, man kriegt goldene Walnüsse, wenn man irgendwas auf dem Hof angepflanzt hat. Das habe ich da gerade so rein interpretiert. Sollten wir also über die Sternfruchtpflanzen hinkriegen. So, wie teuer war das hier? 10 Walnüsse, auch investieren wir jetzt einfach mal. Quark, nicht Quark. 10 Walnüsse, Papageien-Express. Na dann. Okay. Auf den Papageien-Express aufsteigen. Ach, das ist ein Quick-Travel-System. Okay, das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Och nein, wie süß, die tragen einen weg. Ey, das ist ja mega goldig. Vor allen Dingen ist das super, super nützlich tatsächlich. Boah, mega. Okay. So, ich würde sagen, dann angeln wir hier noch ein bisschen. Ja, und danach gehen wir dann in den Dungeon. Ach, wobei, ich brauche noch einen Teleport. Totem. Hab vergessen, das mitzunehmen. Ich muss immer an so viele Sachen gleichzeitig denken hier. Na komm schon, jetzt könnte man mal was anbeißen hier. Nee, keine Walnuss. Dieses Papageien-Schnellreisesystem ist aber wirklich der Hammer. Das finde ich schon sehr, sehr witzig. Vor allen Dingen, die müssen ja super stark sein, ne? Wenn die mich hochheben können. Und diesen komischen Kasten. Ja, wobei das Ding auf dem Hof ist ehrlicherweise nicht so geil platziert. Wäre cool, wenn das weiter unten stehen würde. Naja, egal. So, mal ein bisschen was verkaufen. Wobei die Perle, die behalte ich lieber. So, und jetzt geht's zum Vulkan-Dungeon. Aber nützlich ist es wirklich ohne Ende.
Dieses Schnellreisesystem, das hätte ich mir früher kaufen sollen. Naja, egal. So Leute, Daumen drücken, wie immer. Ich hoffe, wir finden gutes Loot. So, okay. Das sollte passen von der Anordnung her. Also dann. Jetzt so gerne Drachenzähne. Hey, und ich krieg direkt einen. Ja, sauber. Einer fehlt uns noch, dann können wir uns so einen Bananensetzling kaufen. Okay. Verzieh dich! Mensch! Lass mich in Ruhe. Oh, schaut mal, da vorne sind noch ganz viele Kisten. Ich platziere mal eine große Bombe. Also ich wette, diese Gegner, diese Robo-Gegner, die können auch noch goldene Walnüsse droppen. Gehe jetzt mal ganz stark von aus. Das hier haben wir schon mal gesehen, ne? Frag mich, ob man hier noch irgendwas Besonderes bekommen kann. Oder ob das einfach nur Deko ist. Also dieses Riesenskelett. Hey! Lasst mich in Ruhe. Mensch. Okay, also uns fehlt auf jeden Fall ein Schalter, um hier weiterzukommen. Da vorne war noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist aber voll die miese Ebene hier. So, okay. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass oben das Gitter unlocked wurde. Ja, aber im Prinzip können wir jetzt schon nach Hause gehen, also. Viel können wir hier nicht mehr reißen. Wir haben ja viele andere Sachen gemacht, also. Der Vulkan-Dungeon war ja eher so ein Nebenschauplatz heute. Oh, ich will nicht sterben. Ja, du bist müde, ich weiß. Ach, okay, wisst ihr was? Ab nach Hause. Wollen wir es nicht übertreiben. So, dann lagern wir mal die Sachen ein. Oh, 4 Drachenzähne. Uiuiuiuiui. Und ein Tigerschleimei haben wir gefunden. Das könnten wir natürlich ausbrüten. Werden wir auch. Dann packe ich mal jetzt temporär hier rein. So sortieren. Und dann schauen wir mal, wie das Wetter morgen wird.
Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag und auf der Ingwerinsel ebenfalls. Na, das ist doch was. Okay, ich würde sagen, ab ins Bettchen, liebe Leute. Das war der 13. Tag im Winterjahr 2. Oh, sehr schön. 14.000 G haben wir gemacht. Das ist definitiv nicht schlecht. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao. Übrigens habe ich gerade gesehen, der Aprikosenbaum wächst immer noch nicht. Naja, werden wir schon irgendwann hinbekommen. So, jetzt aber wirklich. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.